Die Haushaltsberatungen fort. Für die heutige Aussprache haben wir bereits am Dienstag eine Redezeit von insgesamt 9 Stunden beschlossen. Wir beginnen die heutigen Beratungen mit dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Und das Wort erhält für die Bundesregierung der Bundesminister Dr. Robert Habeck. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, guten Morgen. Lieber Herr Merz, Sie haben gestern Ihre Rede mit der Feststellung begonnen, es wird von Zeitenwende gesprochen, aber man würde sie nicht sehen. Nun, ich möchte für die Bundesregierung, aber auch für mein Ministerium sagen, man muss blind sein, wenn man sie nicht sieht. Wir befreien uns in einer großen Geschwindigkeit von der Abhängigkeit von russischen fossilen Energien. Nicht nur von den fossilen Energien, sondern wir kämpfen gegen eine Infrastruktur, die die Abhängigkeit noch vergrößert hat. Gazprom besitzt den größten Speicher in Deutschland, der über den letzten Sommer geleert wurde, als Vorbereitung, uns in diesem Winter zu gängeln. Rosneft besitzt eine große Ölraffinerie in Ostdeutschland. Nord Stream 2 wurde gebaut. Wir haben all das korrigiert oder sind dabei, es zu korrigieren. Wenn man das nicht als Zeitenwende, als politische, sowohl in der Qualität wie in der Quantität erkennt, dann will man es nicht erkennen. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, wenn man sich davon unabhängig machen will, muss man noch für Alternativen sorgen. Das heißt, wir bauen LNG-Terminals und wir kaufen die Rohstoffe ein, die wir brauchen, um diese LNG-Terminals zu betreiben. Der qualitative Unterschied ist nicht das Herkunftsland. Der qualitative Unterschied ist, dass wir nie wieder uns in die Hand von einem Lieferanten alleine begeben wollen. Das, was wir machen, ist, die Energieversorgung in Deutschland breiter aufzustellen und sicherer aufzustellen. Der Weg über die Gasbrücke wird immer kürzer werden, je höher die Preise sind. Wir bauen die Wasserstoffinfrastruktur auf. Wir sorgen dafür, dass der Hochlauf von Wasserstoff stattfindet. Dafür bauen wir die erneuerbaren Energien nach Jahren des Stillstandes mit großer Dringlichkeit aus. Das Gleiche gilt für die Netze. Und wir sorgen dafür, und das, ich verstehe auch, warum man darüber so wenig redet, denn das, was man einspart, das sieht man ja nicht. Deswegen wird über Effizienz und Einsparung so wenig geredet. Aber es macht keinen Sinn, auch bei den hohen Preisen, dagegen anzusubventionieren, wenn wir den Verbrauch nicht reduzieren, die Effizienz nach vorne zu bringen, den Abschied von den fossilen Energien auch in den Verbrauch mit Leibeskräften voranzubringen. Das ist das Gebot der Stunde. Und wo ich Rolf Mützenich und Britta Hasselmann sehe, wir hatten eine interessante Nacht, die zu einem guten Ergebnis geführt hat, das gerade in dem Bereich der Effizienz vorzeigbare, ja, ich würde sagen, Ausrufezeichen setzen wird, wenn nachher die Parteivorsitzenden das Ergebnis des Koalitionsausschusses vorstellen. So geht eine Zeitenwende. So wird eine Zeitenwende gemacht. So lösen wir uns aus dem Klammergriff, der in den letzten Jahren entweder durch Unwissenheit oder durch strategische Blindheit immer enger um Deutschland gezogen wurde. Ja, wir sind noch nicht in der Lage, ein sofortiges Embargo auf Kohle, auf Öl oder auf Gas aus Russland zu verhängen. Das ist zuzugeben, und es ist bitter genug, es zuzugeben. Aber dass wir das noch nicht können, heißt nicht, dass wir nichts tun. Schritt für Schritt sind wir jetzt schon dabei, die Abhängigkeit von Öl und von Kohle und von Gas in der Strategie zu reduzieren. Die Zahlen, die ich am Anfang des Krieges genannt habe, sie stimmen jetzt schon nicht mehr. Die Bundesregierung und die Unternehmen, und dafür bedanke ich mich bei den Unternehmen, die mitziehen, sind jetzt schon dabei, ein schrittweises Embargo umzusetzen. Meine Damen und Herren, natürlich verstehe ich die Dringlichkeit, mit der Leute sagen, macht doch schneller. Und vielleicht wäre ja auch ein Embargo, das jetzt sofort auf alle drei Rohstoffe verhängt wird, der Gamechanger. Und vielleicht wäre der Krieg nach 3-4 Tagen in der Ukraine zu Ende. Vielleicht aber auch nicht.
Und die Indizien, wenn man sich anschaut, wie die russischen Aggressionen in den Ländern davor sind, sprechen eher dagegen. Syrien, Georgien, der Angriff auf die Krim, die Sanktionen bei dem Angriff der Annexion der Krim, sie alle sind Jahre, Jahre her, teilweise mehrere, also fast ein Jahrzehnt her. Wir können also nicht sicher davon ausgehen, dass die Maßnahmen, die wir ergreifen könnten, zu einem sofortigen Ergebnis führen. Deswegen ist die Politik der Bundesregierung, nicht unbedacht zu handeln, sondern Schritt für Schritt die Voraussetzung zu schaffen, dass wir außenpolitisch und sicherheitspolitisch uns Freiraum erkämpfen, um dann die Maßnahmen auch durchzuhalten, die wir ergreifen. Das ist das Gebot der Stunde. Eine kluge, umsichtige, aber energische Politik. Vieles von dem, was wir machen, unterstützen wir mit finanziellen Aufwendungen. Und zwar, wenn ich auf den Haushalt von meinem Ministerium schaue, mit erheblichen Aufwendungen. Aber wir sind auch dabei, eine Überförderung der Vergangenheit zurückzufahren. Ich habe schon, als wir über die Gebäudesanierung gestritten haben, gesagt, Subventionen sind die Ultima Ratio in einer Marktwirtschaft. Sie sind notwendig, wo die Märkte noch nicht da sind. Aber da, wo die Märkte schon funktionieren, da kann man sie auch zurücknehmen. Und ich muss feststellen, dass nach 16 Jahren unionsgeführter Regierung wir eine Übersubventionierung in vielen Bereichen haben. Teilweise glaubt man, wo die Leute bewegen sich in Deutschland nur noch, wenn man ihnen einen Klaps, einen finanziellen Klaps auf den Hintern gibt. Komisch, dass wir ihnen erklären müssen, wie Marktwirtschaft funktioniert. Und darum geht es. Darum geht es jetzt in dieser Situation. Bei hoher Inflation und bei schwächelnder Konjunktur durch die Krise die Kräfte des Marktes zu entfalten. Und zwar nicht blind zu entfalten, sondern ihm eine Richtung zu geben. Eine Richtung, die Rohstoffverbrauch und Klimaschutz und Unabhängigkeit kombiniert mit Wachstum und Wohlstand in diesem Land. Das tun wir mit den großen Geldern, die meinem Haus zur Verfügung gestellt wurden. Die 200 Milliarden für den Klima- und Transformationsfonds, dem Grundhaushalt, der ungefähr 11 Milliarden beträgt. Wir investieren in Wasserstoff. Wir investieren in Innovation. Wir investieren in Cloud-Technologie. Wir investieren in die Effizienz von Antrieben und von Gebäuden. So schaffen wir die neuen Märkte. So schaffen wir Innovation in Deutschland. Und so schaffen wir den Wettbewerb um die Innovation und nicht den Wettbewerb darüber, wer am längsten im Status quo verharrt. Meine Damen und Herren, heute, vor einem Jahr genau, hat das Bundesverfassungsgericht ein wegweisendes Urteil gefällt. Es lässt sich zusammenfassen mit dem Satz, wer das Klima schützt, schützt die Freiheit. Das haben die Richterinnen und Richter damals geurteilt. Und es ging wie ein Beben durch die politische Landschaft. Heute, ein Jahr nach diesem Urteil, muss man übersetzen, wer darum kämpft, sich von den fossilen Energien freizumachen, der kämpft für die Freiheit. Das, sehr geehrte Damen und Herren, das bedeutet Zeitenwende. Machen wir uns frei von den fossilen Energien, erst aus Russland, dann insgesamt. So kämpfen wir für die Freiheit. So kämpfen wir für die Ukraine. Für die Ukraine, für die Freiheit. Dankeschön. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Andreas Jung. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Jetzt vor einer Woche hat Präsident Zelensky hier zugeschaltet im Bundestag gesprochen. Er hat gesprochen von Bomben und Raketen auf Wohnungen, auf Krankenhäuser, auf Kindergärten, auf Schulen. Er hat gesprochen von Nord Stream 2, hat in diesem Zusammenhang den Ausdruck gebraucht, es sei Zement für eine neue Mauer zwischen Freiheit und Unfreiheit in Europa. Er hat an unsere historische Verantwortung für die Ukraine appelliert. Diese Worte des frei gewählten Präsidenten der Ukraine, überfallen von Putin mit einem schrecklichen Krieg, die wiegen schwer, die treffen unser Herz, unser Gewissen
und sie dürfen nicht folgenlos bleiben. Und wir alle müssen uns fragen, was hätten wir früher mehr tun müssen? Wie müssen wir jetzt Konsequenz zeigen und was können wir mehr tun? Die Antworten sind nicht einfach. Aber eines möchte ich sagen mit Blick auf die Ankündigung Putins von gestern, mit Blick auf die Sanktionierung der russischen Zentralbank und vor Augen das unermessliche Leid der Menschen in Mariupol und an vielen anderen Orten in der Ukraine. Wir dürfen in dieser Situation nicht hinter unsere eigenen Beschlüsse zurückgehen und unsere eigenen Sanktionen unterlaufen. In einer anderen Konstellation, aber auch schweren Lage, hat Helmut Schmidt als Bundeskanzler gesagt, der Staat darf sich nicht erpressen lassen. Und heute gilt, das freie Europa darf sich nicht erpressen lassen. Und deshalb, Herr Minister und sehr geehrte Damen und Herren der Bundesregierung, braucht es hierauf jetzt eine klare, eine gemeinsame, eine europäische Antwort. Die erwarten wir von den Beratungen der nächsten Tage. Und der richtige Weg ist, alles zu tun, um unabhängig zu werden von russischen Importen bei der Energie. Herr Minister, auf diesem Weg haben Sie unsere ausdrückliche Unterstützung. Das ist unser Weg. Das ist richtig, das jetzt genauso zu tun. Und ja, da haben wir eine gemeinsame Grundlage, nämlich den Beschluss des Bundestages, Klimaneutralität 2045 nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, von der Großen Koalition beschlossen, von der Ampel übernommen. Und jetzt geht es darum, Energiesicherheit und Klimaschutz zusammenzubringen. Und deshalb ist es notwendig, den Weg, den wir gehen, nämlich den Ausbau der erneuerbaren Energien, da gibt es keinen Stillstand. Es muss beschleunigt werden. Es muss massiv beschleunigt werden. Die Steigerung der Energieeffizienz, die Fortführung der Wasserstoffstrategie, das ist die eigentliche Antwort. Das muss beschleunigt werden. In diesem Sinne unterstützen wir auch das Oster- und das Sommerpaket. Wir werden uns die Inhalte genau anschauen. Wir werden eigene Vorschläge machen. Aber dieses Ziel unterstützen wir. Und wenn gute Vorschläge gemacht werden, in dem Sinn, wie Sie es beschrieben haben, wenn zusammengebracht wird die Kraft der Natur und die Stärke des Marktes, dann werden wir das mit Überzeugung im Bundestag unterstützen. Neben Oster- und Sommerpaket braucht es jetzt aber auch ein Winterpaket. Es braucht ein Paket zur Vorsorge auf den kommenden Winter. Das muss kurzfristig auf den Weg gebracht werden mit unserer kurzfristigen Antwort und mit der Vorsorge, wie kommen wir, wie könnten wir über den nächsten Winter kommen ohne russische Importe. Das muss jetzt passieren. Und erstens ist dazu richtig, alles zu unternehmen, um zusätzliche Kapazitäten zu erschließen, um bei anderen Ländern als Russland einzukaufen in Europa und international. Das ist der richtige Weg. Das unterstützen wir. Zweitens ist es richtig, die Konsequenzen daraus zu ziehen, dass unsere Gasspeicher zu Beginn dieses Winters nicht gefüllt waren, sondern zu guten Teilen leer waren. Der Markt hat es hier eben nicht gerichtet, und das wird so lange gelten, wie Gazprom 20% der deutschen Gasspeicher in seinem Einfluss hat. Und deshalb werden wir im Bundestag morgen dieses Gesetz als Union unterstützen. Da gilt es jetzt, Konsequenzen zu ziehen. Drittens, Herr Minister Habeck, haben Sie angemahnt, es müsse auch über Einsparungen gesprochen werden. Und ich sage Ihnen, wir sind bereit, wenn Sie Vorschläge machen, ohne Vorfestlegungen mit Ihnen über die Dinge zu sprechen, die in dieser schweren Situation möglich und vertretbar sind. Das ist auch ein Bestandteil dieses Winterpakets. Ohne Vorfestlegung machen Sie Vorschläge dafür. Wir werden darüber mit Ihnen sprechen. Die Forderung, es darf keine Denkverbote geben, die richtet sich nicht nur an Sie, sondern die wollen wir auch selber beherzigen. Aber viertens, sie richtet sich eben auch an Sie. Und deshalb ist unsere Aufforderung, dass Sie das tun, was Sie angekündigt haben,
nämlich dass Sie ergebnisoffen und ohne Vorfestlegung prüfen, auf Basis des gemeinsamen Bekenntnisses zum Kohlekompromiss und zum Ausstieg aus der Kernenergie, was in dieser Situation möglich ist, welche Optionen es gibt bei der Modifizierung des Stilllegungspfads bei der Kohle, aber auch bei einem möglichen Weiterbetrieb der letzten drei verbliebenen Kernkraftwerke über den 31. Dezember hinaus. Ergebnisoffen und ohne Vorfestlegung, wirklich ohne Vorfestlegung, das ist unsere Erwartung. Und fünftens, Sie haben berichtet über eine Einigung über die Entlastung. Es muss zur Abfederung der gestiegenen Preise mehr geben, als bisher vereinbart wurde. Sie haben über Dinge jetzt diskutiert. Wir werden die bewerten. Es muss mehr gemacht werden, um die hohen Belastungen von Bürgern und Betrieben abzufedern. Wenn Sie gute Vorschläge machen, werden wir Sie unterstützen. Wir haben unsere eigenen Vorschläge eingebracht. Die sind nicht so bürokratisch wie das, was bei Ihnen diskutiert wird. Die wirken sofort und zielgenau. Das wäre die Basis, auch hier zusammenzukommen. Und letzte Bemerkung. Wenn Sie so vorgehen, dann kann gelingen, dass wir so wie bei der Sondersitzung vor 4 Wochen über die Grenzen von Regierung und Opposition zu einem breiteren Konsens zusammenkommen. Und mein fester Eindruck ist, in dieser Lage, in der wir sind, würde es unserem Land gut tun. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Frank Junge. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, in diesen Zeiten des verbrecherischen Angriffskriegs Wladimir Putins gegen die Ukraine mit all den Konsequenzen auch für uns, in den Zeiten, in denen wir immer noch die Folgen der Corona-Pandemie zu bewältigen haben und in der Zeit der generationenübergreifenden existenziellen Zukunftsaufgaben, braucht es einen Staat, der Stabilität schafft und Handlungsfähigkeit bewahrt. Und Herr Jung, genau das verkörpert unser Haushalt, den wir hier in dieser Woche diskutieren, und auch genau das verkörpert der Einzelplan vom Bundeswirtschaftsminister, den wir hier heute diskutieren. Denn mit dem stellen wir nicht nur die notwendigen Mittel bereit, um die äußere, innere und auch die soziale Sicherheit für unsere Bürgerinnen und Bürger zu gewährleisten. Mit diesem Haushalt öffnen wir auch ein Jahrzehnt der Investitionen in noch nie dagewesener Höhe in Klimaschutz und in die Zukunftsfähigkeit unseres Landes. Zusammen mit den entsprechenden Bereichen aus dem Energie- und Klimafonds, Herr Habeck hat es erwähnt, sind es etwa 11 Milliarden Euro, die der Ansatz mit sich bringt. Und die investieren wir in Transformationsprozesse der Wirtschaft. Und wir unterstützen damit auch das nachhaltige Wirtschaftswachstum und die Auswirkungen der Corona-Pandemie also auch wirklich vollständig hinter uns zu lassen. Ich finde dabei überaus erfreulich, dass der Einzelplan 09, der uns jetzt vorliegt, im Vergleich zum ersten festgestellten Ansatz um 1,8 Milliarden Euro angewachsen ist. Allein das ist für mich ein Signal, wie bedeutend und wichtig die Aufgabe ist und wie ernst die Bundesregierung diese Herausforderung nimmt. Wir werden mit diesen Mitteln also in Bereiche neue Mobilität, Digitalisierung, die Weiterentwicklung der Wasserstoffwirtschaft investieren, genauso wie wir Innovationsförderung vornehmen werden, Hilfe bei Unternehmensgründungen leisten werden, die vom Kohleausstieg betroffenen Regionen unterstützen werden und vor allen Dingen auch die Strukturschwäche, die wir im Land auch immer noch haben, bekämpfen werden. Außerdem sichern wir damit, es wurde erwähnt, die Gasversorgung, indem wir ausländische Bezugsquellen diversifizieren und mit massiven Investitionen auch unsere Wirtschaft im Land darauf vorbereiten, LNG-Terminals und LNG umzusetzen und auch zu nutzen. Vor allem werden wir aber den Ausbau der erneuerbaren Energien forcieren. Und das will ich ja auch noch mal ganz klar unterstreichen, denn wenn uns das gelingt, uns von fossilen Energieträgern unabhängig zu machen, entziehen wir uns auch dieser verheerenden Preissteigerungsspirale, unter der wir gegenwärtig alle leiden. Und deshalb ist das eine Aufgabe mit existenzieller Bedeutung auch für die zukünftigen Generationen. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
Neben diesen massiven Investitionen im EKF, ich nenne hier noch mal die 1,2 Milliarden Euro für die Industrie zur Dekarbonisierung, ich nenne hier auch noch mal die 1,4 Milliarden Euro für die Schaffung von Lade- und Elektroinfrastruktur, ich nenne hier aber auch die 10 Milliarden Euro für die energetische Gebäudesanierung, richtet sich der Fokus dieses Haushaltes insbesondere aber auch auf den innovativen Mittelstand, den wir stärken wollen und mit dem wir durch gezielte Fördermaßnahmen mehr Wachstumsimpulse versetzen wollen, um Innovation und Beschäftigung zu schaffen. Ich will ja exemplarisch nennen, dass wir mit etwa 3 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung investieren. Wir stellen über 1 Milliarde Euro für die Digitalisierung in diesem Bereich zur Verfügung. Im Übrigen ein Ansatz, der sich im Vergleich zum letzten verdoppelt hat. Und diesen Ansatz flankieren wir dann auch noch mal mit 2,7 Milliarden Euro aus dem EKF. Ich glaube, das sind gut investierte Gelder, um unsere Wirtschaft auch im digitalen Bereich zukunftsfähiger zu machen. Und darüber hinaus erwähne ich auch ein neues Programm in Höhe von 10 Millionen Euro, in dem wir gemeinwohlorientierte KMUs unterstützen, einen Bereich, den es so vorher noch gar nicht gegeben hat. Als letztes Beispiel will ich nennen, dass wir mit Blick auf die verstetigte Haushaltsplangröße der GRW eine wichtige Größe haben, im Rahmen der Strukturschwäche anzusetzen, so wie wir das in den letzten vergangenen Jahrzehnten auch getan haben. Und vor dem Hintergrund leistet auch die GRW hier wieder unverzichtbare Möglichkeiten für die Bekämpfung der Strukturschwäche und die Angleichung der Lebensverhältnisse. Liebe Kolleginnen und Kollegen und Herr Jung, ich nehme da Ihr Angebot auch gerne freudvoll zur Kenntnis. Mit dem vorliegenden Haushaltsentwurf haben wir jetzt schon gute Möglichkeiten, die Weichen in Richtung Transformation unserer Wirtschaft und Zukunftsfähigkeit unseres Landes zu stellen. Ich glaube aber, dass kein Entwurf nicht so gut ist, dass er nicht noch verbessert werden könnte. Und im parlamentarischen Verfahren, lieber Andreas Mattfeld, liebe andere Haushälter, wollen wir uns dem Prozess gerne stellen. Ich bin gespannt auf unsere Zusammenarbeit und ich freue mich darauf. Vielen Dank. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Wolfgang Wiele. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen, die Regierung muss alles tun, um die heutigen Krisen in Schranken zu halten und die Auswirkungen auf die Bürger wie auch die Wirtschaft zu begrenzen. Das Gegenteil wird jedoch gemacht. Und Ihr Ministerium, Herr Kollege Habeck, spielt hier eine unrühmliche Rolle. Die etablierte Politik leidet unter einer dramatischen Selbstüberschätzung, unter einer Überschätzung der Möglichkeiten, die dieses Land hat, aber auch Europa und die westliche Welt. Das gefährdet unser Land, unsere Bürger und unsere Wirtschaft. Die, die nicht so viel haben, spüren es zuerst. Und die, die weiterdenken, sagen es zuerst. Die harte Lockdown-Politik in der Corona-Krise hat viele Existenzen zerstört und die Staatsverschuldung gewaltig ansteigen lassen. Machtpolitische Übertreibungen, ich nenne nur den Namen Söder, kosten mehr, als wir uns leisten können. Jetzt hat auf den Angriffskrieg in der Ukraine mit hektischen Sanktionen zu reagieren, die uns mehr schaden als der russischen Regierung, die sich nun stärker China und Indien zuwendet. Auch das zeigt eine Überschätzung dessen, was unser Land aushält. Wir erleben es jeden Tag an den Zapfsäulen. Es beweist selbsterzeugte Not, wenn nun Sie, Herr Minister Habeck, nach Katar pilgern, um dort um Gaslieferungen nachzusuchen. Die dortigen Regenten sind genauso wenig lupenreine Demokraten wie Herr Putin. Deutsche Regierungen verschärfen diese Krisen und sie setzen ihre ideologische Klimapolitik noch obendrauf. EU-Europa glaubt hier, den Oberlehrer für die ganze Welt spielen zu können, während China weiter Kohlekraftwerke baut. Die deutsche Politik
stockt wie besessen die Brüsseler Vorgaben regelmäßig noch weiter auf. Sie von der Ampel, aber auch Ihre schwarzen Sekundanten, riskieren den Industriestandort Deutschland, Millionen von Arbeitsplätzen und den letzten Rest noch verbliebener Solidität der Staatsfinanzen. Es ist krasse Selbstüberschätzung, wenn man auf dem Weltmarkt der Erste sein will, der das epochale Hochrisikoprojekt der großen Transformation durchziehen will. Wachsende Summen werden in Wasserstoffstrategien in anderen Weltregionen wie Nordafrika gesteckt. Die Risiken für die Energieversorgung steigen dadurch weiter. Solche Beträge sind im Haushalt an mehreren Stellen versteckt, nicht zuletzt im sogenannten Energie- und Klimafonds. Dieser EKF wurde gerade durch den zweiten Nachtragshaushalt 2021 mit 60 Milliarden Euro neuen Schulden aufgefüllt. Vergessen Sie nicht, auch das Geld im EKF müssen die Konsumenten und Steuerzahler mühsam erarbeiten. Fehlende Transparenz ist auch bei vielen Förderprogrammen zu beklagen, beispielsweise bei ZIM und GRW. Geradezu das Gegenteil von Transparenz beweist das Ministerium bei der Förderung effizienter Gebäude. Der knallharte Förderstopp vom 24. Januar hat bei vielen Bauherren das Vertrauen zerstört. Wie die Bundesregierung so auf 400.000 neue Wohnungen im Jahr kommen will, bleibt ihr Geheimnis. Die AfD-Fraktion wird immer Transparenz verlangen, vor der Selbstüberschätzung der etablierten Politik warnen und die Interessen der Bürger im Auge behalten, die keine Experimente sich leisten können und auch nicht wollen. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Carsten Klein. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Auswirkungen des völkerrechtswidrigen Kriegs von Wladimir Putin in der Ukraine und der damit einhergehenden Sanktionen sind natürlich auch in Deutschland zu spüren. Das spiegelt auch die IFO-Konjunkturprognose von gestern wider, die statt von einem Wachstum von 3,7% nur noch mit 3,1% und in der Alternativszenarien auch nur noch mit 2,2% davon ausgeht. Diese wirtschaftlichen Verwerfungen führen natürlich auch zu Preissteigerungen. All das Belastungen, die natürlich bei unseren Bürgerinnen und Bürgern, bei sozial Schwachen, bei den Arbeitsplätzen, bei den Unternehmen ankommen, die vor allem natürlich auch die energieintensive Branche treffen, die Logistikbranche, die Achillesferse unserer Wirtschaft. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es richtig gewesen, dass sich die Bundesregierung, dass sich die Koalitionsfraktionen von SPD, Grüne und FDP schon auf ein erstes Entlastungspaket vor einigen Wochen geeinigt haben. Den Heizkostenzuschuss, den Corona-Zuschuss, den Sofortzuschlag für von Armut betroffene Kinder, den Arbeitnehmerpauschbetrag angehoben haben und die Pendlerpauschale. Das waren wichtige Zeichen schon in dieser Krise, dass wir handlungsfähig sind, dass wir auch schon antizipieren, was sich in den nächsten Wochen entwickeln kann. Und genauso richtig ist es, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass diese Bundesregierung einen Ergänzungshaushalt angekündigt hat. Einen Haushalt, der abbilden soll, was aufgrund der Ukraine-Krise noch auf uns zukommen wird, was wir ja jetzt noch gar nicht vollumfänglich abschätzen können. Auch das zeigt Handlungsfähigkeit und Transparenz. Und dass wir im Zuge dieses Ergänzungshaushalts natürlich auch darüber sprechen müssen, wie die Bürgerinnen und Bürger, die Unternehmen, wie gesagt die Logistikbranche, die für uns so wichtig ist, aber auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die jeden Morgen mit ihrem Auto in die Arbeitsstätte fahren und den Wohlstand erwirtschaften, die Steuergelder erwirtschaften, die wir hier so gern verteilen.
Deshalb ist es wichtig, dass wir natürlich auch über deren Entlastung jetzt in den nächsten Tagen sprechen. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde, es ist ein kraftvolles Zeichen, wenn im Anbetracht der Corona-Krise und des Ukraine-Kriegs diese Koalition, die jetzt gerade mal 100 Tage im Amt ist, ein zweites Entlastungspaket heute Nacht verabredet hat, das in wenigen Minuten verkündet wird. Das zeigt, wir sind handlungsfähig in so einer extremen Krisensituation. Und sehr geehrter Minister Habeck, Sie haben natürlich auch bei diesem Ergänzungshaushalt, auch bei den Haushaltsplanungen jetzt die Unterstützung der Freien Demokraten, wenn es darum geht, dass wir bei der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern weiterkommen, dass wir von den fossilen Energieträgern wegkommen, wie wir es auch vereinbart haben. Uns ist aber auch wichtig, dass wir dazu natürlich, wie wir es vereinbart haben, marktwirtschaftliche Instrumente nutzen. Und ich fand Ihre Aussagen zum Thema Subventionen ja da wirklich sehr treffend. Aber dass wir auch dafür sorgen, dass die Instrumente, die im Einzelplan 09 und im EKF stehen, auch zielgerichtet und wirkungsorientiert eingesetzt werden. Es geht darum, wie viel CO2-Einsparung können wir denn mit diesen Mitteln auch erzielen. In der letzten Legislaturperiode gab es mehrere Bundesrechnungshofberichte, die festgestellt haben, dass eben diese Wirkungszusammenhänge nicht ordentlich funktioniert haben, dass das Steuerungsmanagement nicht ordentlich funktioniert hat. Und deshalb werden wir uns gemeinsam auf den Weg machen, an der Stelle nachzubessern. Denn wir wollen, dass die Steuermittel auch zu einem wirkungsvollen Ergebnis führen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Ukraine-Krieg hat natürlich auch noch zu einer ganzen Reihe von anderen Aufgaben in dem Einzelplan 09 beim Aufgabenfeld des Wirtschaftsministeriums geführt. Ich will drei kurz noch am Ende meiner Rede ansprechen. Das erste ist das Thema Rüstungsexportkontrolle. Es muss jedem klar sein, dass wir mit unserer Bundeswehr, mit der Verteidigungsindustrie einen Beitrag leisten zum Nachhaltigkeitsziel der Vereinten Nationen zur Sicherung von Frieden. Und das muss natürlich auch bei der Rüstungsexportkontrolle, die jetzt neu aufgestellt wird, berücksichtigt werden. Den zweiten Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Freihandel. Freihandel hat sich nicht überlebt, ganz im Gegenteil. Es ist in dieser Situation umso wichtiger, dass wir uns zum Freihandel mit unseren Partnern, die gleiche Werte vertreten, vereinbaren. Und der dritte Punkt, den ich noch kurz ansprechen möchte, ist das Thema Raumfahrt. Ein großer Haushaltsposten, Herr Minister, in Ihrem Einzelplan. Und da haben wir große Aufgaben. Es war richtig, dass wir über alle Berichterstatter, lieber Kollege Mattfeld, hinweg uns immer zum Ariane-Programm, zum unabhängigen Zugang zum Weltall bekannt haben. Das war eine richtige Entscheidung, die noch mal deutlicher wird in diesen Tagen. Deshalb müssen wir gemeinsam die ESA-Konferenz im Herbst auch vorbereiten, hier in diesem Haus auch mitgestalten, weil da geht es wirklich um die Zukunft unserer Nation. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Viktor Perli. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Herr Minister, Sie haben recht, dass die alte Regierung einen schlechten Zustand hinterlassen hat. Aber Herr Habeck, Sie haben eine Klimaregierung angekündigt und Sie machen jetzt fossile Energiedeals mit Katar und den Arabischen Emiraten. Der eine Despot wird durch den anderen Despoten ersetzt. Da gibt es nichts schönzureden. Die haben sich am blutigen Jemenkrieg beteiligt, die missachten elementare Menschenrechte. Vor 7 Monaten haben die Grünen noch gefordert, die Fußball-WM in Katar abzusagen, weil dieses Land eine zu große Nähe zu den Taliban habe. Mit diesem Land gehen Sie nun, Herr Minister, wie Sie selbst sagen, großartigerweise eine langfristige Partnerschaft ein. Dabei müssen wir weg von solchen Partnerschaften. Das bedeutet jetzt noch viel mehr zu investieren in erneuerbare Energien und in die klimafreundliche Transformation der Gesellschaft und der Wirtschaft. Aber genau das macht dieser Haushalt nicht, und das findet DIE LINKE völlig falsch. Die Koalition behauptet, dass sie sich auf ein 200 Milliarden Euro Klimapaket geeinigt haben für die nächsten 5 Jahre. Das Handelsblatt nennt das völlig zu Recht plumpes Marketing
und eine Luftnummer. Die 200 Milliarden sind zum allergrößten Teil Ausgaben, die schon längst schon von der alten Regierung eingeplant worden sind. Zudem sind nicht alles Investitionen fürs Klima. Ein Viertel entfällt auf die Streichung der EEG-Umlage. Hier übernimmt der Staat, was vorher die Stromzahler bezahlt haben. Das ist natürlich richtig, aber es ist eben kein neuer Cent für Klimaschutz. Viele Menschen leiden unter den steigenden Energiepreisen. Die Regierung muss viel massiver gegensteuern. Ihr Entlastungspaket ist ein Päckchen, das bereits durch die hohen Preise und durch die steigenden Krankenkassenbeiträge, die Herr Lauterbach heute verkündet hat, aufgefressen wird. Es reicht überhaupt nicht. Eine warme Wohnung darf kein Luxusgut werden. Wir müssen Arbeitnehmer, arme Menschen und die Mittelschichten unterstützen. Zum Beispiel durch eine Senkung der Mehrwertsteuer auf Energie, zum Beispiel durch ein Energiegeld, durch Basistarife beim Strom, durch eine Erhöhung von Hartz IV und der Grundsicherung. In diesen Wochen zocken die Energiekonzerne besonders ab. Die sichern sich extra Profite, die nutzen diesen schlimmen Krieg aus, um besonders starke Preise zum Beispiel beim Sprit zu erheben. Wir finden, es ist sinnvoll, dass man hier mit einer Sondersteuer diese extra Profite abschöpft. Und es ist spannend, dass jetzt auch Nobelpreisträger Josef Stiglitz genau das vorschlägt. Wir sind sehr interessiert, ob Sie das aufgreifen werden. Es wäre sozial gerecht, meine Damen und Herren. Es ist auch höchste Zeit, dass bei den Strombörsen endlich die Preise begrenzt werden. Meine Damen und Herren, die bittere Wahrheit ist, dass diese Bundesregierung mehr als doppelt so viel für Rüstung ausgeben möchte in den nächsten 5 Jahren wie fürs Klima. Wir finden, das muss dringend korrigiert werden. Dazu werden wir als Linke diese Haushaltsberatung nutzen. Ich freue mich auf die Beratungen. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Felix Banatschak. Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, Wirtschaft, 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 diese Worte haben für mich seit der letzten Woche einen anderen Klang. Denn es waren diese Worte, mit denen Volodymyr Zelensky die gesamte deutsche Politik gewissermaßen uns alle ja so deutlich kritisiert hat. Mich hat das nachdenklich gemacht und ich finde, er hat recht. Wir haben uns in der Vergangenheit aus durchaus sehr nachvollziehbaren ökonomischen Gründen und Motiven geopolitisch falsch entschieden. Wir wären heute souveräner in Bezug auf Importstopps etwa, wenn wir uns weniger abhängig gemacht hätten von fossilen Rohstoffen aus Russland, bis hin, der Minister hat es angesprochen, zum Verkauf von Gasspeichern an Gazprom. Da kommen wir gleich noch zu. Meine Damen und Herren, wer diese Zusammenhänge angesprochen hat und etwa Nord Stream 2 in Frage gestellt hat, wurde in der Vergangenheit belächelt oder belehrt, das wäre ja ein rein privatwirtschaftliches Projekt. Wenn wir also jetzt über diese Zeitenwende, über die so viel gesprochen wird, sprechen, dann darf das keine allein verteidigungspolitische sein. Es muss auch eine energiepolitische Zeitenwende sein. Denn jedes Windrad, das wir aufstellen, sichert unser Klima, schützt unser Klima und schützt unsere Freiheit. Und mit jedem Solarpanel, das wir montieren, werden wir unabhängiger von Kohle, Gas und Diktatoren. Meine Damen und Herren, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg in die Ukraine hat auch massive Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Die hohen Energiepreise bedrohen gerade die energieintensive Industrie, Lieferketten brechen ein, Produktion geht zurück. Die EU hat gestern einen Beihilferahmen beschlossen und in dem werden wir jetzt in den nächsten Wochen und mit dem Ergänzungshaushalt dafür sorgen, die Unternehmen zu unterstützen, die es brauchen. Aber meine Damen und Herren, diese ganzen Effekte treffen ja nicht alle Unternehmen, aber insbesondere auch die, die sich eigentlich gerade auf dem Weg in die Transformation zur Klimaneutralität gemacht haben und die jetzt mit ihren Belegschaften vor großen Unsicherheiten stehen. Unsicherheiten, ob diese Transformation noch gelingen kann oder es ums große, bloße Überleben geht. Und meine Damen und Herren,
in einer Situation, in der sich die ökologischen Krisen einerseits und die ökonomischen derart zuspitzen gleichzeitig und in der eine kluge Transformation beide Krisen adressiert, muss ein Bundeshaushalt Antworten auf diese Unsicherheiten und Herausforderungen geben. Und soweit das jetzt möglich ist, tut es dieser Haushaltsentwurf. Ich will Ihnen das an einem Beispiel, das stellvertretend ist für viele, deutlich machen. In Duisburg, der Stadt, aus der ich komme und die ich hier vertreten darf, diese Stadt ist überregional bekannt als Stadt von Kohle und Stahl. Die Kohle geht jetzt Schritt für Schritt, und das ist richtig, aber der Stahl, der soll bleiben und der soll grün werden. 3% der deutschen CO2-Emissionen, 3% entstehen allein am Standort von ThyssenKrupp Steel in Duisburg. 3% an einem Standort, das ist das Zehnfache des gesamten innerdeutschen Flugverkehrs. Gleichzeitig 17.000 Arbeitsplätze, gut bezahlte Arbeitsplätze auf diesem einen Standort, auf einem Werksgelände fünfmal so groß wie Monaco. Diese Zahlen machen deutlich, wie groß die Herausforderung ist, aber die Sachen auch deutlich, wie riesig der Hebel ist, wenn uns diese Transformation gelingt. Ökologisch für den Klimaschutz, sozial und ökonomisch für gute Arbeitsplätze. Und deswegen geben wir in den nächsten Jahren 14 Milliarden Euro für den Umbau der Industrie aus, für Klimaschutzdifferenzverträge, Carbon Contracts for Difference. Wir fördern eine Wasserstoffinfrastruktur im Industriemaßstab, verdoppeln die Ausbaukapazitäten für Elektrolyseanlagen, schaffen eine Wasserstoffaußenwirtschaft, wie sie sie noch nie gab. All das tun wir, damit die Unternehmen, die jetzt diese Unsicherheit haben, Sicherheit für ihre Investitionen haben, die jetzt anstehen. Und wir sorgen dafür, dass die Emissionen im Energiebereich, im Gebäudebereich zurückgehen und gehen weg vom Prinzip der Vorgängerregierung, staatlich zu fördern, was eh schon State of the Art ist, hin zum Prinzip maximaler CO2-Einsparung pro Euro, den der Staat zahlt. Das ist kluge Politik. Und wir haben noch viel anderes vor, aber die Grundlage von allem, meine Damen und Herren, ist der massive, der beschleunigte, der ambitionierte und flächendeckende Ausbau der erneuerbaren Energien. Und Herr Jung, ich habe mich sehr gefreut über das, was Sie gesagt haben, die Unterstützung. Vielleicht telefonieren Sie mal mit Hendrik Wüst oder Markus Söder. Denn wenn wir diesen Ausbau wollen, dann müssen Windausbau-Blockadegesetze wie 1000 Meter in NRW und 10H in Bayern endlich der Vergangenheit angehören. Es ist doch absurd, dass die Landesregierung, die CDU-geführte Landesregierung in NRW, morgens im letzten Jahr sagt, wir wollen 5 Jahre früher klimaneutral sein und am gleichen Nachmittag 1000 Meter Abstand für Windräder gegenüber der Wohnbebauung beschließt. Das blockiert den Ausbau. Damit gewinnt man vielleicht Wahlen, aber nicht die Zukunft. Wir wollen die Zukunft gewinnen. Dieser Haushalt ist eine gute Grundlage. Wir werden ihn weiterarbeiten. Vielen Dank. Ich freue mich drauf. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Hans-Jörg Durz. Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren! Nichts weniger als eine Zeitenwende erleben wir seit dem 24. Februar, übrigens exakt seit einem Monat. Nur in diesem Haushaltsentwurf ist diese Zeitenwende nicht angekommen. Wir sprechen ja jetzt schon von einem Ergänzungshaushalt. Dieser Haushaltsentwurf ist noch geprägt von der Vorgängerkrise, also von der Corona-Krise, und übrigens auch von der Vorgängerregierung. Die Grundpfeiler dieses Wirtschaftshaushaltes tragen nach wie vor die Handschrift von Peter Altmaier. Kernelemente dieses Einzelplanes kann man auch deshalb übrigens gut unterstützen. Das gilt sowohl für die deutliche Steigerung der Ausgaben im Bereich der digitalen Agenda, wo weitgehend bisherige Projekte fortgeführt werden, als auch für die höheren Ausgaben im Bereich der Luft- und Raumfahrt. Geld fließt in viele Projekte, die von der Union aufs Gleis gesetzt wurden. Das gilt für den Aufbau einer souveränen Cloud-Infrastruktur, Gaia-X, oder bei Maßnahmen zur Innovationsförderung, Stichwort Agentur für Sprunginnovationen. Schön, dass auch ein grüner Wirtschaftsminister die Prestigeprojekte seines schwarzen Vorgängers fortführt. Die Ideen scheinen offensichtlich gar nicht so ganz schlecht gewesen zu sein.
Doch in den Tiefen dieses Haushaltes finden sich natürlich auch klassisch grüne Themen. Diese 2 Milliarden mehr sind bereits angesprochen worden. Die Ausgabenkapitel, die davon am meisten profitieren, sind die Bereiche Klimaschutz, Energie und Nachhaltigkeit. Darin finden sich Projekte wie die Unterstützung von Reallaboren oder von Klimaschutzkampagnen. Ich stelle mir aber die Frage, wie wollen Sie die ganzen Förderprojekte, und Sie haben vorher ja eine ganze Reihe von Förderprojekten auch aufgezählt, wie wollen Sie die alle administrieren, wenn Sie das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle nicht ausreichend mit Stellen ausstatten? Und ich stelle mir zum Zweiten die Frage, wo bleiben denn jene, die die Energiewende am Ende in unserem Land umsetzen? Wer installiert denn Wärmepumpen in den Häusern? Wer schraubt denn die Solaranlagen auf unsere Dächer? Herr Habeck, es ist ausgerechnet der Mittelstand, der in diesem Haushaltsentwurf der große Verlierer ist. Im Haushaltskapitel Mittelstand kürzen Sie 200 Millionen Euro heraus. Das ist das völlig falsche Signal an die Menschen und Unternehmen, die die Energiewende in unserem Land umsetzen. Doch die Unternehmen wollen nicht nur Unterstützung etwa für Forschung und Entwicklung. Sie wollen von ihrem Wirtschaftsminister vor allem hören, ob die Zeitenwende, die in der Außen- und Sicherheitspolitik angekommen ist, auch eine Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik ist. Davon ist in diesem Haushalt nämlich bisher nicht viel zu sehen. Angenommene Werte für Inflations- und Wachstumszahlen sind längst überholt. Das ist gar kein Vorwurf, sondern es ist schlicht Fakt. Und in diesem sich eintrübenden wirtschaftlichen Umfeld erwarten Unternehmen zunächst einmal eines, dass sich ihr Wirtschaftsminister dafür einsetzt, dass sie nicht noch mit zusätzlichen Belastungen traktiert werden. Ihr Kollege Christian Lindner forderte am Dienstag hier, alles vermeiden, was Menschen und Betriebe weiter belasten könnte. Herr Habeck, springen Sie über Ihren Schatten. Sagen Sie Ja zu einem Belastungsmoratorium. Und wenn Sie schon nicht auf uns hören, dann doch zumindest auf Ihren Finanzminister. Zudem hätten die Unternehmen, die besonders unter dem Sanktionsregime leiden, jetzt wirklich gerne gewusst, wie die von Ihnen versprochenen Schutzmaßnahmen aussehen. Doch während die Merkel-Regierung es schaffte, in weniger als 3 Wochen nach den Corona-Ausbrüchen von Heinsberg erste konkrete Unterstützungsmaßnahmen vorzustellen, gelingt Ihnen das mit einem kleineren Hilfspaket bisher nicht. Wo sind denn diese Maßnahmen? In den vergangenen Wochen mussten wir alle lernen, dass viele frühere Überzeugungen durch den russischen Angriffskrieg obsolet geworden sind. Dazu gehört die Annahme, Russland mit wirtschaftlichen Abhängigkeiten einbinden zu können. Wir begrüßen es deshalb, dass Sie sich, Herr Habeck, derzeit redlich bemühen, alternative Quellen für Gas und Öl in der Welt aufzutun, um die Energieversorgung in unserem Land sicherzustellen. Ich habe übrigens Respekt davor, Herr Habeck, denn ich bin mir sicher, dass Ihnen das auch nicht leicht fällt. Denn bei Ihren Gesprächen mit den Scheichs beugen Sie sich nicht nur den Realitäten, sondern mit Sicherheit platzen gleichzeitig auch grüne Träume. Natürlich sind Energielieferungen aus diesen Ländern eine Alternative, eine energiepolitische Strategie, die wir übrigens noch nicht sehen, darf aber, das ist Ihnen auch klar, nicht bloß vom Zar zum Scheich reichen. Sie muss gerade jetzt technologieoffen und ohne Denkverbote alle Möglichkeiten, übrigens auch alle Möglichkeiten in unserem Land, in den Blick nehmen und Fehler der Vergangenheit vermeiden. Denn wir wollen alle schließlich diversifizieren, also uns breiter aufstellen. Und Deutschland darf sich energiepolitisch nie wieder in eine solche Abhängigkeit begeben. Stattdessen bekommen wir dieser Tage deutlich vor Augen geführt, wie wichtig es ist, gleichgesinnte Partner an der Seite zu haben. Und deshalb gilt es jetzt, CETA zu ratifizieren. Auch dazu gibt es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Herr Habeck, zu einer Zeitenwende in der Wirtschaftspolitik gehört auch engere Zusammenarbeit mit Demokratien. Ebnen Sie jetzt CETA, der Zusammenarbeit mit Kanada, den Weg.
Wenn nicht mit Kanada, mit wem denn dann? Und wenn nicht jetzt, wann denn dann? Und zwar nicht nur aus ökonomischen Gründen, sondern auch als klares Signal an die Autokraten dieser Welt. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Verena Huberts. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, bleibt alles anders. Und zwar anders, als wir es uns erhofft haben. Anders, als wir gedacht haben, ist Corona noch nicht vorbei. Und schlimmer, als wir befürchtet haben, herrscht ein Krieg in der Mitte unseres Kontinents. Und das ist eine Katastrophe für die Menschen in der Ukraine. Wer aber darauf wartet, dass alles wieder so wird, wie es einmal war, wird vergeblich warten müssen. Wir sehen die wirtschaftlichen Auswirkungen dieses Kriegs, höhere Energiekosten, unterbrochene Lieferketten, Verlust von Handelspartnern. Und es zeigt auch die bestehenden Schwächen unserer Wirtschaft der letzten Jahrzehnte, unsere starke Abhängigkeit von Rohstofflieferungen aus einzelnen Ländern, aber auch von fossilen Energieträgern. Wird jetzt aber alles immer schlechter? Und da sage ich ganz klar nein. Ich bin überzeugt, Deutschland bleibt auch die stärkste Wirtschaft auf diesem Kontinent in Europa. Und wir bleiben soziale Marktwirtschaft, aber wir werden sie weiterentwickeln hin zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft. Eine, die auf erneuerbare Energien setzt, Ressourcen effizient verwendet und nachhaltig arbeitet. Und dafür müssen wir einiges ändern. Ja, und das wollen vielleicht manche nicht in diesem Land, aber wir schon. Denn damit die Wirtschaft stabil bleibt, haben wir Maßnahmen eingeleitet, um die direkten Folgen, die wirtschaftlichen Folgen des Krieges abzufedern. Wir werden nachher noch ein Entlastungspaket vorstellen, aber das wird nicht reichen. Wir müssen auch an die Wurzel des Problems und langfristig agieren. Wir brauchen nachhaltiges Wachstum. Das bedeutet, dass wir nicht überall Geld drauf werfen und fördern, was da ist, sondern das, was in der Zukunft wachsen kann. Und mit dem Klima- und Transformationsfonds machen wir das. 200 Milliarden sind dort drin. Und damit werden wir ein nachhaltiges Instrument schaffen für diesen Wandel. Bei allem Wandel, eins wollen wir bleiben, und das ist ein Hochtechnologiestandort. Damit das so bleibt, wie es schon war, müssen wir auf Innovation setzen. Und dafür sind über 5 Milliarden Euro in diesem Wirtschaftshaushalt vorgesehen. Zur Zukunft gehört aber auch zu schauen, wo müssen wir denn noch gezielt rein investieren, unter anderem in unsere Mikrochip-Technologie und Industrie. Und das tun wir mit rund 2,7 Milliarden. Geld ist das eine. Wir brauchen aber auch die Leute, die anpacken und es umsetzen. Und deswegen brauchen wir auch einen neuen Gründungsgeist in diesem Land. Es gibt viele Ideen, die zu kleinen und großen Unternehmen führen. Und wir brauchen vor allen Dingen auch mehr große Unternehmen, die aus Innovationen entstehen. Und hier müssen wir an die Rahmenbedingungen ran, von Wachstumskapital bis Mitarbeitendenbeteiligung, ESOP als ein Stichwort genannt. Und hier legt auch der Haushalt und unser Koalitionsvertrag die Grundlage. Wir haben viele Chancen in diesem Land. Wir sind Chancenland. Wir müssen die Chancen besser nutzen. Bei der Einwanderung zum Beispiel. Wir haben eine starke Willkommenskultur in Deutschland, aber die Bürokratie, die steht doch manchmal im Wege, wenn es schnell gehen muss. Und wir sprechen nämlich deswegen explizit auch nicht nur von einem Fachkräftemangel, sondern es ist ein Kräftemangel. Uns fehlen die Leute überall, um auch diesen Wandel mitzugestalten. Und deswegen müssen wir moderner werden, wir müssen schneller werden, digitaler in unseren Planungsbeschleunigungen. Und wir brauchen auch insbesondere für unsere Wirtschaft weniger Bürokratie. Und das packen wir als starke Querschnittsaufgabe in dieser Regierung an, die für Fortschritt steht. Bundeskanzler Olaf Scholz hat gestern sehr gut eines auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, große Krisen sind immer auch ein Anstoß für Aufbruch und Veränderung.
In Deutschland sind wir gut, Dinge weiterzuentwickeln, aber wir tun uns manchmal schwer, auch völlig neue Wege zu gehen. Ja, es ist vieles nicht mehr so wie vorher, wie vor Corona und vor dem Angriffskrieg. Eben anders in dieser neuen Zeit. Jetzt habe ich in meiner Rede viel über eins gesprochen, vielleicht ist dem einen oder anderen das Zitat auch bekannt. Es ist nämlich eine Zeile aus einem Song von Herbert Grönemeyer. Und ich würde gerne mit einem Appell ebenfalls aus Grönemeyers Text enden. Genug ist zu wenig, gehen wir voran. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Leif-Erik Holm. Sehr geehrte Bürger, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, heute Morgen habe ich den Fernseher eingeschaltet, um mal zu schauen, wie es dann nun wird mit den Energiepreisen. Es stieg kein weißer Rauch auf. Auch heute, Herr Minister, kam noch kein weißer Rauch hier in der Debatte. Wir müssen also jetzt bis 11 Uhr warten. Dafür kam aber ein Bericht aus Italien. In Italien liegen die Benzinpreise mittlerweile schon wieder auf Vorkriegsniveau, dank einer einfachen Steuersenkung. Unsere Bürger fahren in Belgien tanken, fahren in Frankreich tanken, in Polen tanken, weil die alle schon was für ihre Bürger und Unternehmen getan haben. Und Sie kommen hier nicht aus dem Knick, Herr Minister. Seit Wochen doktern Sie hier rum. Ihr langes Rumgezerre an Tankrabatt, Mobilitätsgeld, Steuerlösungen, das ist wirklich an Peinlichkeit kaum zu überbieten. 11 Stunden Verhandlung heute Nacht. 11 Stunden. Für eine ganz einfache Sache, schnell und unkompliziert möglich, allein die Senkung der Energiesteuer aufs EU-Minimum würde das Tanken um etwa 30 Cent je Liter erträglicher machen. Das kriegen wir hier auch, da bin ich mir ganz sicher, ganz schnell durch den Bundestag. Also kommen Sie endlich in die Pötte. Aber vielleicht haben Sie es auch gar nicht so eilig. Ihnen sind die hohen Preise ja sogar ganz recht. Es geht schließlich um die große Transformation, um eine ideologisch verbohrte Energiewende, die vorne und hinten nicht funktioniert. Und man sieht an Ihrem Haushalt, dass Sie trotz der aktuellen Lage weitermachen wollen wie bisher. Sie wollen die Zuschüsse für E-Autos noch mal drastisch erhöhen von 1,6 auf 5 Milliarden Euro. 600 Millionen wollen Sie fürs Klima und die Biodiversität im Ausland ausgeben. Ist das jetzt wirklich wichtig, frage ich Sie. Wenn Sie glauben, dass sich Deutschland das immer noch leisten kann, dann ist die Zeitenwende, von der Sie, Herr Minister, auch gesprochen haben, in der Regierung offensichtlich noch nicht angekommen. Für uns ist klar, was zu tun ist. Wir müssen schnellstmöglich runter von den hohen Energiepreisen. Thema Inflation, ganz, ganz dringend. Und wir müssen für Energiesicherheit sorgen. Und das geht eben ganz sicher nicht mit noch mehr erneuerbaren Energien. Die machen uns nämlich nicht unabhängiger, sondern zusätzlich auch noch wetterabhängig. Nein, es ist klar, wir brauchen einen gesunden, grundlastfähigen Energiemix. Und dazu gehört auch die Kernkraft. Belgien hat gerade den geplanten Atomausstieg um 10 Jahre verschoben. Bei uns wird behauptet, das ginge nicht, sagt jedenfalls das zuständige Umweltministerium, das ja eine Laufzeitverlängerung geprüft hat. Im Arbeitgeberverband wird schon von einer expertenfreien Prüfung geätzt. Zu Recht. Wörtlich heißt es in dem Bericht auch weiter, der Öffentlichkeit wurde Kompetenz vorgetäuscht, die es im BMUV nicht gibt. Und der eigene Ministerkollege, also Sie, Herr Habeck, wurde düpiert. Fatal ist dies deswegen, weil ein Weiterbetrieb von 6 Kernkraftwerken die mit Abstand wirkungsvollste, preisgünstigste und am einfachsten umzusetzende Maßnahme wäre, mit der die Versorgungssicherheit für Strom auf umweltfreundlichem Wege maßgeblich erhöht werden könnte. Zitat Ende. Exakt das ist das, was wir seit Jahren sagen. Wer eine schnelle Lösung der Energieprobleme und Umweltprobleme haben möchte, der kommt an der Kernkraft nicht vorbei. Und deshalb ist es Zeit, Herr Minister, dass Sie dieses Thema zur Chefsache machen, dass Sie es dahin zurückholen, wo dieses Thema hingehört, ins Wirtschaftsministerium. Handeln Sie endlich. Ansonsten müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie vor den Scheichs weiter tief buckeln müssen. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Reinhard Huben.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn es auch schwer fällt, Energiepolitik für Anfänger. Wo kommt Uran her im Moment? Lieferland Nummer 1 Russland, Lieferland Nummer 2 Kasachstan. Bitte, Herr Holm, nehmen Sie das zur Kenntnis. Meine Damen und Herren, Deutschland braucht einen innovativen, wettbewerbsfähigen Mittelstand. Deswegen sind im vorliegenden Haushalt Innovationsförderung, Digitalisierung und die Förderung von Gründergeist und Selbstständigkeit mit hohen Posten eingeplant. Ich persönlich möchte aber in meinen 3 Minuten auf 2 Zahlen eingehen. Die erste Zahl lautet 2,5 Milliarden Euro. 2,5 Milliarden Euro sind für den Bereich Luft- und Raumfahrt im Haushalt vorgesehen. Aber Raumfahrt ist eine entscheidende Grundlage für unser alltägliches modernes Leben. Maßgebliche technologische Neuerungen, gerade im Bereich Medizin, sind auf Raumfahrt angewiesen. Und Satelliten stellen sicher unter anderem Navigation und vernünftige Wettervorhersagen. Länder wie Frankreich und Italien haben das erkannt. Sie setzen ein Zeichen und erhöhen ihre Mittel, gerade in ihren nationalen Programmen. Dort gibt es sicherlich Möglichkeiten für die Bundesregierung, mehr zu investieren, gerade vor dem Hintergrund, dass durch die Nichtzusammenarbeit mit Russland natürlich wir auch nicht mehr die Fähigkeit haben, mit entsprechenden Raketen den Raumfahrtbetrieb weiter aufrechtzuerhalten. Und eine zweite Zahl sind 5 Milliarden Euro in unserem Haushalt, 5 Milliarden für den Kauf von Elektroautos. Und ich stelle die Frage, erstens, geben die Marktpreise nicht eine zusätzliche Attraktivität des Elektroautos her? Ist es wirklich so, dass wir, es ist sinnvoll, die CO2-Reduzierung auch im Verkehr durchzusetzen, ist es aber sinnvoll, hier so viel Geld einzusetzen? Denn kann die Nachfrage in diesem Jahr überhaupt in der geplanten Höhe befriedigt werden? Und ich stelle auch in diesem Zusammenhang die Frage, inwieweit Plug-in-Hybride wirklich die eierlegende Wollmilchsau gerade unter den Bedingungen der CO2-Reduzierung sind. Deswegen, meine Damen und Herren, rege ich an, dass wir unter den Ampelpartnern einmal eruieren, ob wir nicht diesen Haushaltsposten reduzieren und dafür den Haushaltsposten gerade für das nationale Weltraumprogramm erhöhen. Ich glaube, das ist die richtige Zeit dafür. Es ist technologisch nötig. Und wir haben in Deutschland genug Know-how, genug Industrie, gerade auch mittelständische Industrie, die wir an dieser Stelle unterstützen sollten. Vielen Dank. Nächster Redner für die Fraktion Die Linke, Ralf Lenkert. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen. Als Techniker bin ich es gewohnt, in Gesamtprozessen von Anfang bis Ende zu denken. Und das ist auch in der Wirtschaft, gerade bei der Energie, erforderlich. Leider macht das BMWiK das nicht. Ein Beispiel. Durch Spekulation explodieren die Energiekosten, die Glashersteller geraten unverschuldet in Not, vielen droht die Insolvenz. Aber ohne Glas gibt es nicht nur keine Flaschen, es gibt keine Fenster für die energetische Sanierung, keine Ampullen für Medikamente und auch keine Glasfaser für schnelles Internet. Wenn die Glasindustrie in Schwierigkeiten schlittert, dann liegt es auch daran, dass diese Koalition die Symptome bedoktert, statt Lösungen anzubieten. Sie prüfen Liquiditätshilfen, das reicht nicht. Das ist genauso unzureichend wie die Unterstützung für Menschen mit niedrigen Einkommen. Gleichzeitig klettern die Erlöse für Ehe und trotz Corona von 41 Milliarden Euro im Jahr 2019 auf 77 Milliarden 2021. Für RWE im gleichen Zeitraum von 13,6 Milliarden Euro auf 24,8 Milliarden Euro. Und die Profite klettern weiter. Die Linke fordert, gegen diese Spekulation vorzugehen. Wir brauchen eine Preisaufsicht und eine Preisfestsetzung nach Herstellkosten.
Diese Extraprofite müssen dringend abgeschöpft werden. Dieses Geld benötigen wir für sozialgerechte Energiekosten für die Menschen und für tragbare Energiepreise für die Unternehmen, auch für die Glasindustrie in Thüringen und Franken. Kolleginnen und Kollegen, nur der Ausbau von erneuerbaren Energien schützt uns zukünftig vor Preisexplosionen bei Erdgas und Erdöl. Jeder Kubikmeter Erdgas, jeder Liter Erdöl, den Deutschland nicht braucht, senkt die Einnahmen von aggressiven Autokraten. Von Russland bis Arabien gibt es dann weniger Geld zum Waffenkauf. 10 Milliarden Euro mehr für die Energiewende bedeutet mehr soziale Gerechtigkeit, bringt mehr für den Klimaschutz und deutlich mehr für die internationale Sicherheit als 100 Milliarden für die Aufrüstung. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Lisa Badum. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, es ist wahr, Robert Habeck ist Grüner. Und er hat in Katar und auch hier offen gesagt, dass Abhängigkeitsenergien eine schmutzige Kehrseite haben. Und wenn wir ehrlich sind, wussten wir es all die Jahre, dass wir mit unseren Geldern für Kohle, Öl und Gas auch Gewalt und Unterdrückung finanzieren. Und gerade weil wir diese Abhängigkeit nicht sofort beenden können, ist es so wichtig, dieses Dilemma dieser Abhängigkeit schonungslos zu beleuchten, so lange, bis wir sie endgültig beseitigt haben, meine sehr geehrten Damen und Herren. Oder wie der Spiegel schrieb, die neue deutsche Ehrlichkeit, das strategische Stating the obvious, ist grün. Denn nur weil wir uns zu arabischen Staaten hingewandt haben, und das haben Sie hier alle offensichtlich bemerkt, heißt das doch nicht, dass wir nicht mit weiteren Ländern 100% erneuerbare Klimapartnerschaften Richtung grüner Wasserstoff, Richtung Transformation der Wirtschaft anstreben müssen. Das wollen wir und das können wir doch, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Zahl der Verbündeten wächst, auch in Europa. Der Green Deal wird aktuell in Brüssel verhandelt. Und das ist der Schlüssel zu unserer Unabhängigkeit von den Fossilen. Dieser Schlüssel, über den wird in Brüssel gerade diskutiert. Und die EU kann eine Gasreduktionsstrategie verabschieden, Effizienz- und Erneuerbarenziele anheben. Und ehrlich gesagt, ehemalige Bremser wie Polen und Ungarn, die sind seit der Zeitenwende vorne mit dabei. Die fordern mehr Tempo für Erneuerbare. Denn es ist klar, solange wir die Klimakrise und Kriege mit europäischen und mit deutschen Geldern finanzieren, bleiben wir unfrei, bleiben wir abhängig. Deswegen setzt Freiheit in der Energiepolitik voraus, diese in der Verantwortung zu Ende zu denken, in jede Einzelentscheidung hinein und auch vor Ort hinein. Und deswegen werde ich nicht müde zu wiederholen, die 10-H-Regel in Bayern muss abgeschafft werden. Vielen Dank. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Dr. Thomas Gebhardt. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Krieg, den Putin gegen die Ukraine führt, er wird von Tag zu Tag brutaler und dieser Krieg macht uns von Tag zu Tag klarer und führt uns vor Augen, dass es notwendig wird, dass wir notwendig im wahrsten Sinne des Wortes, um die Not zu wenden, dass wir so schnell wie möglich unabhängig werden von diesen Importen von russischen Energieträgern, von Kohle und Öl und Gas, meine Damen und Herren. Wir müssen so schnell wie möglich unabhängig werden, um diese Kriegsmaschinerie nicht immer weiter zu finanzieren, sei es auch indirekt. Und wir müssen unabhängig werden, um sicherzustellen, damit auch im nächsten Winter bei uns
die Wohnungen nicht kalt werden und die Industrieanlagen, die auf Gas angewiesen sind, nicht abgeschaltet werden müssen. Meine Damen und Herren, wir unterstützen die Maßnahmen, die sinnvoll sind, um diese Ziele zu erreichen. Es wurde angesprochen, wir stimmen morgen zum Beispiel hier im Deutschen Bundestag Ihrem Gesetz zu, wonach die Betreiber von Gasspeichern Füllstandsvorgaben einhalten müssen. Und wir stimmen dem nicht nur zu, wir haben es aktiv unterstützt. Wir haben auf die formale Anhörung verzichtet, aus einem einzigen Grund, damit dieses Gesetz schneller in Kraft treten kann, damit es auch bereits in diesem Frühjahr und in diesem Sommer seine Wirkung entfalten kann. Und ich sage Ihnen, wir werden weiter sinnvolle Maßnahmen an dieser Stelle ausdrücklich unterstützen. Aber, meine Damen und Herren, was wir jetzt eben brauchen, und zwar unverzüglich, und das ist Ihre Aufgabe, Herr Minister Habeck, Sie müssen jetzt unverzüglich alle Handlungsoptionen auf den Tisch legen. Alle Handlungsoptionen, etwa die Stromerzeugung zumindest aus den ungekoppelten Gaskraftwerken reduzieren und ersetzen, die 3 Kohlekernkraftwerke länger laufen lassen, neue Lieferquellen für Gas erschließen. Das sind nur 3 Optionen von einer ganzen Reihe. Und all diese Optionen, sie müssen jetzt auf den Tisch und sie müssen vor allem sauber und ehrlich bewertet werden. Das ist der entscheidende Punkt. Was bringen Sie? Was kosten Sie? Wie schnell können Sie überhaupt dazu beitragen, das Problem zu lösen? Und was bedeuten Sie geopolitisch, auch etwa für die Menschenrechte? Und da gehört eben auch die Frage dazu, Herr Minister Habeck, ist es wirklich klug, um sich aus den Armen von Putin zu befreien, sich in die Arme des Emirs von Katar zu werfen? Ich bin gespannt, was man in 5 und in 10 Jahren dazu sagen wird. Noch ein Punkt. Wir reden über kurzfristig notwendige Maßnahmen. Es ist ein Muss, dass wir unser Ziel, klimaneutral zu werden, dabei immer konsequent mitdenken. Und das erwarte ich von einem guten Plan, dass wir die kurzfristigen Maßnahmen jetzt so angehen, dass sie dem Klimaschutz nicht im Wege stehen, sondern dem Klimaschutz dienen. Erneuerbare Energien ausbauen, Wind- und Sonnenenergie, erneuerbare Kraftstoffe, zum Beispiel aus Rest- und Abfallstoffen und vieles mehr. Ein letzter Punkt. Die steigenden Energiepreise, sie werden für immer mehr Menschen in diesem Land zu einem immer größer werdenden Problem, übrigens auch für viele Unternehmen. Und was wir brauchen, ist eine effektive Entlastung. Wir haben dazu Vorschläge gemacht, etwa die Mehrwertsteuer reduzieren, die Energiesteuer reduzieren. Das waren Sinnvorschläge, die schnell umzusetzen wären, die unbürokratisch wären. Und es ist jetzt wirklich ein Gebot der Stunde und es ist die allerhöchste Zeit, dass die Regierung, so wie andere europäische Regierungen auch, an dieser Stelle effektiv handelt. Ja, zur Wahrheit gehört, diese Maßnahmen, über die wir reden, kosten den Staat Geld. Aber umso wichtiger, genau aus diesem Grund, umso wichtiger wäre es, dass Sie gerade in einer solchen Situation Prioritäten setzen. Worauf kommt es jetzt wirklich an? Worauf kommt es jetzt wirklich an und sich einfach nur über beide Ohren verschulden, die Inflation immer weiter nach oben treiben lassen? Das ist eine Politik, die am Ende die Menschen in diesem Land ärmer macht. Und es macht vor allem diejenigen ärmer, die ohnehin nur wenig haben. Das ist nicht der Weg, den Deutschland gehen sollte. Und deswegen fangen Sie endlich an und setzen Sie Prioritäten. Herzlichen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Dr. Matthias Miersch. Frau
Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist die Haushaltsdebatte und deswegen möchte ich im Namen der SPD-Bundestagsfraktion mich bei Ihnen, Herr Minister, ausdrücklich bedanken. Das, was Sie in den ersten 100 Tagen geleistet haben, war nicht von 0 auf 100, sondern es war von 0 auf 200. Es sind Herausforderungen gewesen, die, glaube ich, selten so groß waren. Und deswegen möchte ich das ganz bewusst auch hier meine Redezeit nutzen, Herr Kollege Perli von der Linkspartei. Es ist so schrecklich einfach, dann zu sagen und jemand vorzuwerfen, dann nach Katar zu reisen. Und Herr Gebhardt, es ist so schrecklich einfach, dann zu sagen, ob das richtig war. Ein Bundeswirtschaftsminister, der ist verantwortlich dafür, zu sagen, wenn ich die Konsequenzen dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges ziehen will, dann muss ich Versorgungssicherheit für diese Wirtschaft und für die Bevölkerung in der Bundesrepublik Deutschland gewährleisten. Und dann ist es Wohlfall, hier diese Dinge zu kritisieren. Ihnen nehme ich das sogar noch ab, weil Sie gute Opposition machen. Aber Herr Kollege Gebhardt, Sie lasse ich nicht aus der Verantwortung. Und Herr Dodds, in dem Zusammenhang, auch als Roter kann ich sagen, ich versichere Ihnen im Namen der SPD-Bundestagsfraktion, grüne Träume zerplatzen in diesen 4 Jahren mit Sicherheit nicht. Denn ich bin mir sehr sicher, dass das, was die Kolleginnen und Kollegen mit mir, mit Ihnen in der Großen Koalition erlebt haben, passiert uns mit FDP und Grünen nicht. Wir wissen, dass es nur einen Schlüssel zur Energiesouveränität gibt, und das ist der maximale Ausbau der erneuerbaren Energien, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich warte darauf, dass Sie mit uns vor Ort kämpfen, wenn sich Initiativen wieder gegen Windräder bilden, was natürlich schrecklich einfach ist, erstmal gegen diese Dinge zu sein. Nein, jetzt muss doch jedem klar sein, es ist im öffentlichen Interesse, dass wir mit dem maximalen Ausbau weiterkommen, Herr Kollege Berg-Gebhardt. Und wenn Sie diesen Vorwurf machen und in die Bundesländer gucken, in denen Sie politische Verantwortung tragen, dann sehen Sie, dass der Ausbau der Erneuerbaren alles andere als zukunftsgerecht ist. Deswegen stellen Sie sich hier nicht hin und reden vom Zerplatzen grüner Träume, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und was auch in diesem Zusammenhang passt, Erfahrung der letzten Jahre mit Ihnen, ist, wenn es dann darum geht, wo sind denn die Alternativen? Ich habe Herrn Merz der Sondersitzung des Deutschen Bundestages am Sonntag, vor 4 Wochen, glaube ich, gesagt, Sie haben keinen inneren Kompass. Denn alleine das, was Sie heute wieder geliefert haben, das Thema, man könnte mal über Laufzeitverlängerung nachdenken, ist an Doppelzüngigkeit nicht zu überbieten. Herr Söder in Bayern, ganz groß und viel da vorne weg, als jemand, der jahrelang mit der Suche eines atomaren Endlagers zu tun hat. Da kann ich Ihnen nur sagen, es ist so widersprüchlich und so doppelzüngig, wenn ich jetzt für die Laufzeitverlängerung plädiere, aber alles in den letzten Jahren dafür getan haben, dass kein atomares Endlager gefunden wird und schon gar nicht in Bayern, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich meine, dass die AfD wahrscheinlich in ihren Wahlkreisen sofort dafür bereit ist, mag ja sein. Aber wer in diesen Zeiten Atomkraft als zukunftsfähig bezeichnet, dem kann ich nur sagen, schauen Sie doch in die Ukraine. Wo sind denn die Gefährdungspotenziale? Was wird denn jetzt gerade in kriegerischen Auseinandersetzungen genutzt? Liebe Kolleginnen und Kollegen, nein, ich bin stolz und froh, dass das, was wichtig ist in der Zeitenwende, Sicherheit zu geben, auch für viele, die Sorgen haben, ob zum Beispiel Energie bezahlbar ist, dass diese Ampelkoalition auch heute wieder zeigen wird, dass wir die Menschen nicht im Stich lassen, dass wir selbstverständlich auch Energiekosten als elementaren Bestandteil der Daseinsvorsorge sehen
und dass wir aus jeder Krise auch die Chancen herausmachen. Das ist unsere Aufgabe, und ich bin froh, dass wir um 11 Uhr ein Paket präsentieren, das diesen Anforderungen gerecht wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die AfD-Fraktion, Carsten Hilse. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, liebe Landsleute, alle Minister schwören, ihre Kraft dem Wohle des deutschen Volkes zu widmen, seinen Nutzen zu mehren und Schaden von ihm zu wenden. Leider widmen sich einige Minister weniger dem Wohl des deutschen Volkes, sondern vorrangig, je nachdem, welchen Ressort sie vorstehen, dem Wohl verschiedener Interessengruppen, Finanzspekulanten, Pharmakonzernen, ausländischen Rohstofflieferanten, Rüstungsfirmen, Beraterfirmen, die die Berater der Ministerien beraten, und sehr deutlich den Profiteuren der Wind- und Solarindustrie. Dafür wird das Geld der hart arbeitenden Bevölkerung verschleudert. Knapp 28 Milliarden Euro sind bereits aus dem Energie- und Klimafonds eingepreist. Ein verantwortungsvoll agierendes Wirtschaftsministerium würde kurzfristig die Abhängigkeit von Stromimporten durch konsequente Nutzung der eigenen Ressourcen, vor allem der Braunkohle, verringern und versuchen, Deutschland langfristig unabhängig von Energierohstoffimporten zu machen. Kostengünstige und sicher zur Verfügung stehende Energie ist der Schlüssel zu allem, zu einer funktionierenden und erfolgreichen Wirtschaft und damit zu Wohlstand für alle. Statt nun aber genau darauf hinzuarbeiten, gibt diese Bundesregierung zig Milliarden Euro für sogenannte erneuerbare Energien aus. Praktisch handelt es sich um parasitäre Energien, da sie niemals allein funktionieren, sondern immer konventionelle Kraftwerke benötigen, die dann einspringen, wenn der Wind nicht weht und die Sonne nicht scheint. Mit der sogenannten Wasserstoffstrategie begibt sich Deutschland wiederum in Abhängigkeit, diesmal eben nur anderer Länder, da die Wasserstoffproduktion in Deutschland aufgrund der exorbitanten Energiekosten vollkommen unrentabel ist. Der einzige Weg, Deutschland langfristig weitgehend unabhängig von Energierohstoffimporten zu machen, ist die Erforschung und Nutzung der Kernenergie mit sogenannten Flüssigbrennstoffreaktoren. Diese sind gausicher, sie hinterlassen keine hochradioaktiven Reststoffe, die in geologischen Zeiträumen gelagert werden müssen. Sie verarbeiten die Reststoffe der heutigen Kernkraftwerke. Allein mit den bei uns gelagerten hochradioaktiven Reststoffen könnten wir Deutschland mehr als 100 Jahre sicher mit Strom und anderer Energie versorgen. Und die Ausbeute der Energie im Verhältnis zur aufgewendeten Energie liegt bei diesen Reaktoren mehrere hundertmal höher als bei den parasitären Energien. Mit der hohen Prozesswärme können synthetische Kraftstoffe hergestellt werden, jedweder Art. Die Kosten für den Endverbraucher liegen weit, weit unter denen, die sie heute bezahlen müssen. Ja, es würde Zeit in Anspruch nehmen, aber nur ein Bruchteil der parasitären Energien kosten. Wir könnten uns dann auch die knapp 24 Milliarden Euro für die Endlagersuche sparen. Am Ende dieses Weges wäre Deutschland weitgehend unabhängig von jeglichen Energierohstoffimporten und hätte preiswerte Energie im Überfluss. Allen hier ohne ideologische Scheuklappen, die pragmatisch und vor allem langfristig Deutschlands Energieprobleme lösen wollen, empfehle ich unsere Broschüre Weiter Horizont. Denken wir nicht in Legislaturperioden, handeln wir weitsichtig. Die grüne Energiewende ist gescheitert, starten wir die blaue Energiewende. Entsprechende Haushaltsanträge werden wir selbstverständlich einreichen. Vielen Dank. Nächster Redner für die FDP-Fraktion, Olaf Inderbeek. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, Haushaltsfragen sind auch immer Grundsatzfragen. Wir reden also in dieser Woche nicht nur über die Verteilung von finanziellen Mitteln, sondern auch über die politische Schwerpunktsetzung für die nächsten Jahre. In der Ampelkoalition wird der Klimaschutz einen prominenten Teil in der Finanzplanung und damit auch in unserer Politik einnehmen. Wie von Bundesfinanzminister Christian Lindner angekündigt, werden wir bis 2026 allein 200 Milliarden Euro für Klimaschutz und Transformation bereitstellen. Unser Anspruch,
Unser Anspruch ist es nun, jeden Euro so effizient und so effektiv wie möglich einzuplanen. Mit der Gießkanne überall Geld zu verteilen, ist weder ökologisch noch ökonomisch sinnvoll. Dabei haben wir einiges zu tun. Unsere Klimapolitik muss vor allem international verankert werden. Ein wichtiger Baustein ist dabei der Klimaclub, den wir im Koalitionsvertrag vereinbart haben. Je mehr Partner wir auf der globalen Ebene dazu gewinnen können, desto mehr werden wir auch von unseren Investitionen profitieren können. Es ist unser Anspruch, im globalen Vergleich voranzugehen. Neben Investitionen im internationalen Bereich müssen wir uns natürlich auch national der gesamtgesellschaftlichen Aufgabe stellen. Dabei spielen Instrumente wie das Klimageld eine entscheidende Rolle. Hier arbeitet die Ampelkoalition mit Hochdruck an der konkreten Ausgestaltung. Auch die Potenziale, die sich für unsere Wirtschaft und dabei insbesondere für Industrie und Mittelstand bieten, müssen wir nutzen und als Staat die bestmöglichen Rahmenbedingungen dafür schaffen. Technologieoffenheit, Mut zur Innovation und die Bereitschaft zur Transformation. Die Ampelkoalition liefert German Mut. Wenn wir zielgenau und nachhaltig investieren, werden wir nicht nur als Volkswirtschaft profitieren, sondern gehen entscheidende Schritte in die nächsten, auch für die nächsten Generationen. Herr Kollege, Entschuldigung, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Nein, nein. Auch in der Energiepolitik stehen wichtige Zukunftsinvestitionen an. Wir haben noch nie so intensiv wie jetzt über die Energieversorgung in Deutschland diskutiert. Abhängigkeiten beenden, die Diversifizierung unserer Energieversorgung vorantreiben, das sind die drängenden Aufgaben der Ampel. Dabei müssen wir unter anderem schnellstmöglich LNG-Terminals bauen. Langfristig werden wir dafür sorgen, Deutschland so energieautark wie möglich zu machen. Hier geht es neben dem massiven Ausbau erneuerbarer Energien auch um gezielte Investitionen in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien. Liebe Kolleginnen und Kollegen, neben allen Schwierigkeiten, die uns derzeit beschäftigen, müssen wir im Hinblick auf die Klima- und Energiepolitik, aber auch über Chancen reden. Chancen für unsere Wirtschaft, Chancen für unsere Gesellschaft und auch Chancen für die Staatengemeinschaft. Klimaschutz kann nur gemeinsam erfolgreich sein. Gehen wir mit diesem Haushalt den ersten konsequenten Schritt in die richtige Richtung. Vielen Dank. Nächster Redner für die SPD-Fraktion, Bernd Westphal. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Minister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Debatte über den Bundeshaushalt ist immer auch die Stunde des Parlaments. Hier werden politische Ziele und die Maßnahmen mit Geld hinterlegt. Und wir dürfen eins dabei nicht vergessen: Wir haben das den fleißigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, den innovativen und mutigen Unternehmern, aber auch vor allen Dingen den innovativen Start-ups der Industrie und dem Mittelstand verdanken. Die schaffen erst die Voraussetzungen und unseren politischen Spielraum, den wir hier haben, finanziell was zu verteilen. Alle wissen, dass der Haushalt 2022 unter ganz anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen eingebracht wird. Die Ampelkoalition ist in den ersten 100 Tagen enorm gefordert. Es sind große Themen, die wir gegenüberstehen, die wir bei den Koalitionsverhandlungen natürlich nicht auf dem Zettel hatten. Und die Regierung unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz leistet eine hervorragende Arbeit. Das zeigt sich auch durch die breite Zustimmung in der Bevölkerung mit einer anspruchsvollen Politik auf internationaler Ebene, mit einer Geschlossenheit und besonnenen Politik geben wir Orientierung, Halt und Sicherheit. Und jetzt kommt es genau darauf an, diesen Zusammenhalt zu organisieren in diesen schwierigen Zeiten, in diesen großen Herausforderungen. Und da darf man sich nicht im Klein-Klein verzetteln. Und deshalb sage ich ganz deutlich, die Rede von Friedrich Merz gestern Morgen wird dieser verantwortungsvollen Politik nicht gerecht. Aus der Wirtschaft
Den Unternehmen erfahren wir hohe Zustimmung für die Politik der Bundesregierung. Jetzt geht es um die Schaffung sicherer, verlässlicher Rahmenbedingungen für Investitionen. Dadurch sichern wir das Wirtschaftswachstum der Zukunft. Und das heißt nicht unbedingt mehr von dem, was wir jetzt haben, sondern wir müssen besser werden. Nicht mehr, sondern besser werden. Bessere Autos mit besseren Antrieben, bessere Energiesysteme, bessere Maschinenbau, mehr und höhere Effizienz und mehr Digitalisierung. Und Klimaschutz. Und den Klimaschutz werden wir dabei nicht aus den Augen verlieren. Nur durch klimaneutrales Wirtschaften wird es gelingen, moderne Produkte, neue Marktperspektiven und vor allen Dingen Arbeits- und Ausbildungsplätze eine sichere Zukunftsperspektive zu geben. Die Anstrengungen zum Erreichen von Klimaneutralität wird die Dynamik zulegen müssen. Das sichert der Haushalt in der jetzigen Form ab. Und jeder Euro, den wir investieren in erneuerbare Energien, in den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft, in eine moderne Infrastruktur, wird Putin das Kriegshandwerk aus dem Hand nehmen. Das ist unser Ziel mit diesen Investitionen, die wir machen. Dass Deutschland attraktiv ist für Investitionen, das zeigen die Entscheidungen in den Unternehmen in Deutschland. So machen sich die Stahlindustrie, die Chemie, die Automobilindustrie und andere auf den Weg, ihre Produktion klimaneutral zu organisieren. Und diese Transformation dürfen wir jetzt nicht gefährden. Aber auch ausländische Investoren wie Tesla, Northvolt oder auch Intel zeigen, dass die Standortbedingungen in Deutschland optimal sind, dass wir mit dieser Politik der Bundesregierung einladend sind für Investoren in der Welt, hier in Deutschland zu investieren. Und das ist ein positives und gutes Zeichen. Meine Damen und Herren, der Angriffskrieg von Russland in die Ukraine erfordert natürlich auch Veränderungen in der Wirtschaftspolitik und unsere Maßnahmen. Die Sanktionen zeigen massiv Wirkung in Russland. Das ist die Absicht. Sie treffen gezielt, aber haben natürlich auch Auswirkungen auf unsere Unternehmen. Deshalb sind Entlastungen und Unterstützung jetzt nicht nur berechtigterweise für private Haushalte, sondern auch für Unternehmen notwendig, wichtig und richtig. Und die Unternehmen brauchen eine stabile Brücke, aus diesem Krisenmodus herauszukommen und wieder Fuß fassen zu können. Und der Haushalt enthält hierfür die richtigen Signale, und ich bin davon überzeugt, dass mit einem Instrument aus dem Ergänzungshaushalt auch die Stabilität und Absicherung erfolgt. Die Europäische Kommission hat hierfür den beihilferechtlichen Rahmen geschaffen, den wir jetzt auch ausnutzen müssen. Wir haben die Belastungen durch Corona noch nicht hinter uns gelassen. Wir waren auf einem guten Weg raus aus der Pandemie und waren auch auf Wachstumskurs. Und ich will an dieser Stelle noch mal sagen, wir hätten schon viel weiter sein können, wenn wir endlich eine höhere Impfquote hätten. Deshalb stimmen Sie dem Gesetz zur Impfpflicht, zur allgemeinen Impfpflicht zu. Wir brauchen genau diese Rahmenbedingungen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Lage ist zu ernst für parteipolitische Spielchen. Wir dürfen jetzt die Risiken aus Inflation, aus geringem Wachstum, Rückgang der Kaufkraft und Lieferengpässen auf keinen Fall unterschätzen. Niemand möchte eine weitere Eskalation des Krieges. An dieser Stelle danke ich besonders dem Engagement unseres Bundeswirtschaftsministers, der wirklich mit einer sehr anspruchsvollen Politik dafür sorgt, unseren Wirtschaftsstandort Deutschland zu stabilisieren und auch für die Energieversorgungssicherheit zu sorgen. Wir in der Ampelkoalition organisieren Sicherheit im und durch Wandel. Darauf können Sie sich verlassen. Der Haushaltsentwurf, der eingebracht wurde, ist gut. Wir werden in der parlamentarischen Beratung an der einen oder anderen Stelle ihn noch besser machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nächster Redner für die CDU-CSU-Fraktion, Andreas Mattfeld. Herr Wirtschaftsminister Habeck, Sie sehen mich irritiert. Irritiert deshalb, weil Sie ankündigen, dass gestern Nacht
wichtige Entscheidungen getroffen worden sind. Und Sie sagen hier im Parlament, schaut euch um 11 Uhr doch die Pressekonferenz an. Herr Habeck, das geht nicht. Wenn Sie solche Entscheidungen treffen, dann müssen Sie die, wenn Sie hier sprechen, hier im Haus im Parlament ansprechen. Das ist eine Missachtung des Parlaments. Das funktioniert so nicht und das gehört sich nicht. Und ich darf das auch sagen, dass selten nach dem Zweiten Weltkrieg die Verantwortung für einen Wirtschaftshaushalt so groß war wie in diesem Jahr. Auf eine sinnvolle, abgewogene Ausgabenpolitik kommt es in diesem Jahr mehr an als denn je. Wir wollen mit dieser Ausgabenpolitik uns wieder in eine Lage versetzen, dass wir den derzeitigen Herausforderungen, die durch Putins grausamsten Angriffskrieg ausgebrochen sind, dass wir diese bewältigen. Und das verlangt uns, weiß Gott, Ihnen auch alles ab. Und Sie, Herr Minister, Sie möchten zur Bewältigung dieser schwierigsten Rahmenbedingungen die Wirtschaft mit ungefähr 11 Milliarden Euro stabilisieren. Das hört sich zunächst einmal ganz viel an. Aber in Wahrheit sind das lediglich 700 Millionen Euro mehr als noch 2021. Und ich bin sehr skeptisch, ob dies bei den derzeitigen vor uns liegenden Problemen wirklich ausreichend ist. Ich habe mal gelernt, in einer Krise, da muss man eher klotzen als den kleckern. Vor allen Dingen aber, Herr Minister Habeck, muss man sinnvoll investieren in Bereiche, die eben das Rückgrat unserer Wirtschaft darstellen, investieren in Wirtschaftsbereiche, die heute dazu beitragen, dass mit erheblichen Steuereinnahmen auch uns in der Union notwendige Klimaschutzprojekte zukünftig und dauerhaft finanzierbar sind. Das sind Investitionen in Innovation, in Forschung, weil hier eben ganz besonders auch im Mittelstand davon profitiert werden. Und wenn ich das sagen darf, der Mittelstand, Herr Habeck, der entwickelt hier nicht für die Schublade. Der Mittelstand entwickelt hier für die Marktreife, weil es auch zwingend erforderlich ist. Und ich habe den Eindruck, dass Ihnen diese Wirtschaftszweige von Industrie, von Handel, von Handwerk irgendwie so ein bisschen fremd sind. Ich habe den Eindruck, Sie müssen sich da erst ein Stück weit nähern. Glauben Sie mir, wir wollen da gerne helfen, dass das gelingt. Denn sonst ist es, glaube ich, nicht zu erklären, dass Sie hier massiv die Mittel streichen. So muss das zentrale Innovationsprogramm Mittelstand, das den Mittelstand bei Innovationen unterstützt, mit 35 Millionen Euro weniger auskommen als noch 2021. Beim Innovationsprogramm IGP haben Sie sogar 49 Millionen Euro gestrichen. Gleiches gilt für die industrielle Gemeinschaftsforschung. Was aber an Ihrem Entwurf am dramatischsten ist, dass Sie jetzt, wo nach der Corona-Krise ausländische Touristen wieder zu uns kommen können, dass Sie die Deutsche Zentrale für Tourismus, die im Ausland für Urlaub in Deutschland wirbt, dass Sie dieser Organisation 10 Millionen Euro Ihres ohnehin schon knappen Etats um fast ein Viertel kürzen. Ich finde, das ist schlichtweg die Härte. Und Herr Minister, das ist auch ein Herr Mattfeld, Entschuldigung, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Banatschak? Auf jeden Fall, meine Redezeit ist immer zu knapp. Vielen Dank, Herr Kollege Mattfeld, für die Möglichkeit. Sie haben gerade gesagt, der Minister hätte mit solchen Dingen wie Industrie eigentlich nichts am Hut. Haben Sie zur Kenntnis genommen, dass gegenüber dem Regierungsentwurf Ihrer, der unionsgeführten Regierung, 10 Milliarden Euro mehr für die Dekarbonisierung der Industrie in den nächsten Jahren vorgesehen ist, damit das alles klappen kann? Und nehmen Sie in dem Zusammenhang auch zur Kenntnis, dass es daran auch hängt, dass der Energie- und Klimafonds, bald Klima- und Transformationsfonds, ausreichend ausgestattet ist? Und kann ich Ihre Ankündigung, dass jetzt gekleckert und nicht, dass jetzt um Kleckern und nicht um Klotzen oder andersrum geht, so verstehen, dass Sie die angekündigte Klage gegen den Nachtragshaushalt 2021, der die finanziellen Möglichkeiten überhaupt erst schafft, diese Investitionen auf den Weg zu bringen, zurücknehmen werden? Geschätzter junger Kollege Banatschak, wir beiden mögen uns ja sehr, aber es ist so, dass wir jetzt hier über den Einzelplan 09 uns unterhalten. Und wenn Sie den Energie- und Klimafonds ansprechen, freue ich mich, denn da habe ich dann gleich noch ein bisschen Munition mehr,
weil ich da gar nicht mehr die Zeit für die Rede hatte. Das ist der Energie- und Klimafonds, der demnächst 200 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Für Bereiche, die eben unter Corona nicht leiden, Bereiche, die sowieso schon fast extrem gut ausgestattet sind. Und wenn wir dort vernünftig investieren im Energie- und Klimafonds, sind wir ja bei Ihnen an Ihrer Seite. Wenn Sie aber in diesen Haushalt hineinschauen, dann sehen Sie, dass eben wir nicht nur einen Klimaschutzminister haben, sondern Herr Habeck ist Wirtschaftsminister einer der größten Volkswirtschaften der Welt. Und er ist nicht nur Klimaschutzminister, und er kürzt hier Mittel für den Mittelstand, für die Industrie, für den Handwerk und für den Handel. Und das findet sich hier wieder. Das sind Bereiche, die das Rückgrat unserer Wirtschaft darstellen, die Sie nicht kaputt machen können. Und das sehen wir hier eben in diesem Haushalt. Und deshalb ganz deutlich, wir grätschen da rein, wo es erforderlich ist. Und hier ist es erforderlich. Man kann nicht diese Industriezweige kaputt sparen. Das geht einfach nicht. Und deshalb darf ich sagen, das ist ein Schlag ins Gesicht, die Kürzung bei der DZT für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort, die unter der Corona-Krise mehr als manch andere gelitten hat. Es hätte sich gehört, Herr Minister Habeck, hier diesen Etat richtig aufwachsen zu lassen, als den hier zu kürzen. Ich finde, das ist beschämend. Und ich darf sagen und jetzt schon ankündigen, Sie werden von uns einen sehr klugen Antrag in dieser Richtung kriegen. Und ich kenne Sie ja auch, Sie werden sich das zur Gemüte führen. Und wir beiden werden darüber sprechen. Und ich glaube, dann kommen wir auch vielleicht zu einer vernünftigen Lösung. Denn Sie werden es doch den Mitarbeitern dort nicht erklären können, warum Sie diese Branche mit über 2 Millionen Mitarbeitern keinen zusätzlichen Cent übrig haben, aber gleichzeitig Klimainvestitionen in Biodiversität und den Klimaschutz übrigens ausschließlich im Ausland unterstützen wollen. Das werden die Menschen eben nicht verstehen. Und gewundert, das darf ich noch sagen, Herr Habeck, habe ich mich auch über den fast halbierten Ansatz bei den LNG-Bunkerschiffen. Ja, die Verringerung hier, die ist planmäßig. Ja, es handelt sich hier um die Ausfinanzierung eines Projektes. Aber Sie haben es ja selber angekündigt. LNG ist die Herausforderung. Und hier jetzt kein Anschlussprojekt anzudocken, das ist fast schon fahrlässig. Ich glaube, ich darf das auch sagen, auch bei Energiespeichern hätte ich mir hier etwas gewünscht. Hier müssen doch jetzt Haushaltsansätze her. Hier fehlen die Ansätze und im norddeutschen Bereich, wir haben hier noch Bannigluft nach oben. Ich glaube, hier sollten wir noch nacharbeiten. Aber Herr Minister, ich will auch nicht nur meckern, ich möchte auch loben. Ich glaube, es ist vernünftig, was Sie im Bereich der Luft- und Raumfahrt hier gemacht haben. Das haben wir auch in der letzten Legislaturperiode schon gemacht. Das führen Sie fort. Das ist klug. Ich habe mich auch gefreut, dass Sie bei der Erschließung von Auslandsmärkten die Mittel um 145 Millionen Euro angehoben haben. Ähnliches gilt auch für den Wasserstoff. Auch hier haben Sie die schon von der alten Regierung eingebrachten Mittel noch einmal einem Aufwuchs zuteilwerden lassen. Das ist auch eine kluge Sache. Ja, Herr Minister Habeck, Sie haben jetzt in den Beratungen Zeit, gemeinsam mit uns Parlamentariern aus diesem Entwurf etwas Vernünftiges zu machen. Sie wissen, dass Sie mich als Ihrem Hauptberichterstatter an Ihrer Seite finden, bei guten Ideen. Übrigens alle Berichterstatter für Ihren Haushaltsentwurf. Und vielleicht eine Sache zum Abschluss, Herr Habeck. Läuft die Wirtschaft, dann läuft es auch mit dem Klimaschutz. In diesem Sinne freue ich mich auf tolle Beratungen in den kommenden Wochen. Ich bin gespannt, was dann hier rauskommt. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion, Dr. Nina Scheer. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte zunächst noch mal ein paar Worte an Herrn Mattfeld richten. Sie haben ja zuletzt ein bisschen versöhnlicher geklungen, auch sehr gönnerhaft uns eingeräumt, dass wir den Haushalt noch verbessern könnten. Aber ich muss Sie doch noch einmal daran erinnern, etwa die nationale Wasserstoffstrategie von unserem ehemaligen Wirtschaftsminister Herrn Peter Altmaier vorgelegt, hat gerade mal 13% erneuerbare Energien,
für Wasserstoff im Jahr 2030 vorgesehen. 13%. Das war die Handschrift, mit der wir zu tun hatten unter Ihrer Wirtschaftsführung in der Koalition. Das war einfach nicht in Ordnung. Und insofern bin ich auch froh, dass dieses Kapitel abgeschlossen ist. Und wir brauchen uns wirklich keine Belehrungen von Ihnen geben zu lassen, wie nun dieser Haushalt auf den Weg zu bringen ist und wie die Energiewende zu stemmen ist. Und ich möchte auch aufs Schärfste zurückweisen, dass hier der Eindruck erweckt wird, wenn jetzt mit Mühe und Not aufgrund der aktuellen Situation, allen bekannten Krise, es nur notwendig geworden ist, ein zweites Entlastungspaket zu schnüren und hierbei auch Nachtzeiten wieder in Anspruch genommen werden mussten, alle sich hingesetzt haben, alles daran zu setzen, dass das ermöglicht wird. Da fällt Ihnen nichts anderes ein, als hier zu suggerieren, der Öffentlichkeit zu suggerieren, dass die Minister nicht in der Lage seien, das dem Parlament zunächst zu präsentieren. Es ist einfach billig. Die aktuell steigenden Energiepreise zeigen, wie schnell aus Abhängigkeit von fossilen Energien Handlungszwänge werden können. Und insofern ist auch die Energiepreiskrise, die eine fossile Energiepreiskrise ist, ist ein Barometer für die Verwundbarkeit von Volkswirtschaften. Und diese fortbestehende Abhängigkeit von fossilen Ressourcen muss eben insofern auch vor dem Hintergrund des Russland-Ukraine-Konflikts bzw. des Angriffskrieges von Russland als Zeitraffer betrachtet werden. Wir haben einen Zeitraffer, der uns Schaltstellen eröffnet, um jetzt akut und drastisch zu handeln und eben auch mit dem zweiten Entlastungspaket, aber auch weitergehenden Maßnahmen zu handeln. Wir haben morgen das Gasspeichergesetz im Bundestag. Auch das ist eine Reaktion aufgrund der aktuellen Situation. Und es ist auch natürlich aufs Schärfste zurückzuweisen, dass Russland jetzt auf vertragswidrige Weise in Rubel die Energie Importe beglichen haben möchte. Das ist vertragswidrig, das ist keine Frage der Verhandlung. Energiesicherheit ist zum einen eine Frage der Entlastung, ich habe es angesprochen, und ich muss auch noch mal kurz betonen, 15 Milliarden Euro wurden bereits vereinbart. Das muss noch mal festgehalten werden. Mit den heute beschlossenen vorzustellenden Maßnahmen werden es weitere Möglichkeiten sein. Es sind einmalige Heizkostenzuschüsse auf den letzten Metern noch mal verdoppelt worden. 710.000 Menschen profitieren davon. Und auch die EEG-Umlage, die jetzt zur Mitte des Jahres vorzeitig abgesenkt wird, auch diese ist natürlich eine enorme Entlastung. Und Herr Perli, ich muss noch mal korrigieren, das ist jetzt nichts, was irgendwo jenseits der Energiewende sei. Nein, durch die Absenkung von Strompreis begünstigen wir auch Wärmepumpen. Und natürlich ist das ein Bestandteil der Energiewende. Das darf man nicht separiert betrachten. Energiesicherheit heißt aber natürlich, zum einen fiskalpolitisch schnell weiter voranzukommen. Deswegen sieht auch der Energie- und Klimaschutzfonds, Transformationsfonds mit der neuen Bezeichnung, weitere Aufwüchse vor. Das ist ganz klar. Aber auch regulativ müssen wir natürlich vorankommen. Und deswegen ist es so wichtig, dass jetzt schnell ein großes Paket mit dem Osterpaket kommt und auch weitergehenden Maßnahmen, dass wir die Hemmnisse beseitigen, dass Planungssicherheit geschaffen wird, dass die Aufbauten der erneuerbaren Energien schnell vorangehen. Die erneuerbaren Energien, Sie schicken uns keine Rechnung. Das sind frei nach Franz Alt, das sind die bezahlbaren Energien. Importabhängigkeiten bringen uns hingegen in Geiselhaft, und daraus müssen wir uns befreien. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Damit ist die Aussprache zum Haushaltsplan Wirtschaft und Klimaschutz beendet. Und ich bitte jetzt, die Platzwechsel vorzunehmen, weil wir jetzt zu dem Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit, den Einzelplan 15, kommen. Warte noch einen Moment, bis alle Kolleginnen und Kollegen zügig Platz genommen haben. Dann würde ich jetzt, wenn alle Platz genommen haben, die Aussprache eröffnen, und das Wort hat der